Der zweite Elektro-Porsche kommt. Neben dem Taycan geht auch der Cross-Turismo in Serie. Bereits die 4,95 Meter lange Studie war fahrbereit und soll in Serie rund 500 bis 600 Kilometer Reichweite schaffen. Dank 800-Volt-Architektur soll die Lithium-Ionen-Batterie in 15 Minuten aufgeladen sein. Außerdem ist die Studie auch für das neue Schnellladenetz in Europa geeignet. Porsche verspricht über 600 PS Systemleistung und einen bedarfsgesteuerten Allradantrieb. So soll der viertürige Kombi in 3,5 Sekunden auf 100 und in weniger als 12 Sekunden auf 200 km/h beschleunigen. Aber nicht nur die Akku- und Motortechnik ist interessant, auch der Innenraum wird ganz neu gestaltet. Fahrer und Beifahrer werden künftig jeweils ein eigenes, völlig unabhängig voneinander funktionierendes Display haben. Autobild rechnet damit, dass der vollelektrische Cross-Turismo Taycan etwa 2020 vorgestellt wird.